Willkommen zurück zu Luigi's Mansion 2, liebe Freunde. Ja, im letzten Part haben wir eine wunderbare Mission mit kleinen Doggy gemacht. Und heute geht es weiter. Wir müssen nur noch ein einziges Bauteil finden. Und zwar dieses Bauteil ist das Kurbelrad. Damit wir den Uhrturmtor, damit wir das Uhrturmtor wieder öffnen können. Sagt es mal dreimal hintereinander, dann habt ihr irgendwann einen Zungenbrecher, das gibt's gar nicht. Uhrturmtor. Klingt irgendwie auch ein bisschen komisch. Naja, wie gesagt, heute machen wir das Level, das Stück zum Glück. Das ist unsere nächste Mission. Und wir haben noch einiges zu sammeln. Also der Ingenieurshof läuft noch nicht so, wie ich es gerne hätte. Und mir fällt doch ein, ich muss ja noch die Efeutürme noch fertig machen. Oder hatte ich alle? Hatte ich bei dem alle? Moment mal, warte mal. Nee, doch nicht. Sag ich doch. Mir fehlen hier auch noch ein paar Sachen, aber das werde ich jetzt ein bisschen später machen. Erstmal geht es hier bei den, mit dem Ingenieurshof weiter. Also ich glaube, ich werde es so machen. Ich mache jetzt den Ingenieurshof fertig. Dann mache ich, dann gehe ich nochmal in den Efeutürmen weiter, um da alles halt einzusammeln, was halt fehlt. Dann mache ich den Ingenieurshof komplett fertig. Und dann kommen wir wahrscheinlich in die nächste Villa. Weil, ihr habt ja hier gesehen, guck mal, da der Mond. Also der Mond, der da ist. Also der, das Mond, kann ich nicht mehr reden. Das Finstermondstück hat noch, fehlen noch drei Teile. Ich kann nicht mehr erzählen. So, also jetzt haben wir den Ingenieurshof, da kriegen wir das, dann kriegen wir das. Und dann zum Schluss kriegen wir anscheinend noch ein Stück. Womit wir dann halt, glaube ich, alles erledigt haben. Und ja. Das machen wir alles danach noch. So, Luigi, da bist du ja. Toll, wie du dich immer so anschleißt. Ich stehe den ganzen Tag hier. Wir haben nun beide Uhrzeiger. Fehlt nur noch das Kurbelrad. Dann kommen können wir endlich das Uhrturmtor reparieren. Das Finstermondstück ist laut Paraskop immer noch dort oben. Doch wir müssen uns sputen. Ich registriere auch eine verstärkte Spukaktivität im Ostabschnitt des Ingenieurshofs. Sehr wahrscheinlich lagert das Kurbelrad irgendwo dort. Die Geister haben alle Türen verbarrikadiert. Aber keine Angst, wir kriegen dich da schon irgendwie hinein. Es gibt dort nämlich eine weitere Voxelstation. Dort werde ich dich hinschicken. Wer weiß, vielleicht platzt du ja in deiner Geistergeburtstagsfeier oder sowas rein. So sieht das Kurbelrad aus. Schön die Augen danach offen halten, ja? So. Fertig, du Geisterschreck. Dann zum Angriff. Auf sie mit Geflüster. Jahu! Und wechseln wir wieder. Luigi. Ich glaube, ich rede immer am Anfang zu viel, dass ich nicht irgendwie wie genau Punkt 20 Minuten halt Pause machen kann oder sowas. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Oh. Das Rad! Nein, mein Rad! Das kriegst du nicht! Finde den Geist mit dem Kurbelrad. Oh. Das wollte ich nicht. Das ist eine Lüge. So. Ich muss ja immer noch gucken, wo auch hier der, der Dings ist. Also der... Hallo, Mama! Hä? Hallo, Mama, habe ich gesagt. Wo komme ich denn da hin? Das ist auf jeden Fall der nächste. Ach, okay, vielleicht ist es nur so ein Hinweis, dass da was ist oder sowas. Da komme ich später vielleicht hin. Pendelhalle. Okay.
Da ist er wieder. Ey, ich nehme es einfach mit. Warum nimmt er das eigentlich die ganze Zeit mit? Der kann es doch einfach nur wegwerfen, so. Also, was denn jetzt? Hey, was willst du denn jetzt? Oh, Professor, was ist denn los? Oh. Was los? Hallo? Hallo? So was, wir müssen in dieses Lager hineinkommen. Heureka, wieso ist mir das nicht gleich eingefallen? Ich hätte doch einen Tordassistenten in den Ingenieurshof geschickt. Er sollte die Kameralinsen polieren. Warte, vielleicht kann er dir helfen. Er scheint in die Gleichlaufkammer gelaufen zu sein. Ach, wie konnte ich nur den Kleinen nur vergessen? Es muss schlimm sein, für mich zu arbeiten. Ja, ist es auch. Jetzt hat er einfach mal wieder ein Tort hier reingeschickt und der arme Tort ist komplett allein und hat da Angst. Der arme Tort. Aber hier ist doch bestimmt irgendwo ein Gegner, oder? Oder vielleicht ein Juwel. Alt, warte mal. Achso, ist einfach nur der Riss. Ich dachte, da wäre jetzt irgendwas versteckt. Ist doch. Ist nichts drin. Haha. Hätte es gedacht. Wow. So, kommt mal her, ihr Kleinen. Kommt mal her, ihr Kleinen. So. Ich muss natürlich noch Ausschau halten nach dem Buchhof im Geheimen. Hier ist doch bestimmt. Ja! Eine Tür! Eine magische Tür! Jawohl. Das war knapp. Das war gerade sehr knapp gewesen, aber ich habe es geschafft. Na? Ja! Ein Juwelchen! Oh, schön. Das ist cool. Und raus mit uns. Ah, schön. Ich dachte eigentlich wirklich, dass ich das gerade nicht schaffe, weil es war sehr knapp gewesen. Eine Sekunde oder sowas. Was war das gerade für ein Glitch? Aber cool. Oh, schön. Schön, 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 schön. Oh, das hat mir gerade richtig gefallen. So, Lastenaufzug. Das war ich nicht. Das war ich nicht. Ich habe nichts kaputt gemacht. Ich bin unschuldig. Das war Mario. Aha, okay. Ich rate. Ah. Erstmal umgucken. Vielleicht hier noch was ist. Ah. Gut. Habe ich halt wahrscheinlich so eine kleine Abkürzung freigeschalten. Ob das jetzt schlau war? Ach so. Okay, gut, alles klar. Gut, es war schlau. Wird ja vielleicht hier noch irgendwas sein. Ratte, Ratte, komm mal her. Ratti, Ratti, komm mal her. Oh. Whee! So, was kriege ich hier, wenn ich die Ratten einsauge? Kommt jetzt noch eine goldene Ratte? Warte mal. Ratti. Oder es kommt Mama-Ratte oder sowas. Das wäre auch lustig, wenn jetzt so eine Riesenratte kommen würde. Was hast du mit meinen Kindern angestellt? Na komm, wo ist Mami-Ratti? Da kommen die immer wieder. Oh. Na? Wo ist Mama-Ratti? Muss es doch irgendwas anderes geben, außer nur Ratten, oder? Aber es kommt immer mehr. Oder täuscht es gerade nur? Oh? Wo ist Mama Ratte? Nee, die kommen immer wieder. Okay, da ist nichts drin. Vielleicht muss ich die auch einsaugen und nicht die ganze Zeit nur. Nee. Nee. Gut. Okay, alles klar. Kommen nur, wenn wir die Ratten. Hier muss es noch was geben.
muss es noch irgendwas anderes geben, weil... Was ist hier noch? Warte mal. Oh? Oh? Hier ist noch Öl? Die letzte Ölung? Bringt nichts. Was muss ich denn hier machen? Komisch. Das ist jetzt, also ist jetzt hier auch ein bisschen komisch gerade. Ich gehe einfach noch mal ganz kurz mal zurück, weil da gab es ja noch ein bisschen was, was ich vielleicht übersehen habe oder so. Ah. Warte mal, lass mich mal überlegen. Komm mal mit. Guck mal hier, da können wir es doch verstecken. Guck mal, da ist doch ein guter Platz, oder? Hey! Haben die einfach das Ding runtergemacht? Gut, okay, da komme ich also nicht weiter. Jetzt ist da wirklich so... Jetzt ist da wirklich das Ding davor. Okay, ich verstehe. Aber was mache ich da jetzt mit diesem riesengroßen Dings? Was muss ich da machen? Okay, ich muss also irgendwie da zu diesem... Alles gut, Luigi. Kann ich hier irgendwie drauf stehen? Ah, ich kann das Ding wieder einsaugen, okay. Oh, was bringt das? Das Ding kann ich herziehen und zurückziehen, ist kein Problem, aber was mache ich jetzt hier noch? Was muss ich hier machen? Nee, bewegen kann ich es nicht. Jetzt kommt wieder nur eine Ratte. Ich kann hier auch nichts bewegen. Seht ihr das? Ich kann jetzt hier nicht... Nee. Vielleicht sieht hier noch irgendwo was an. Vielleicht... Habe ich hier was übersehen? Ah! Boah, wie fies! Das ist jetzt gemein. Ja! Na perfekt, cool! So. Das ist einfach nur... Es ist jetzt nur, hier ist halt der... Hieß es jetzt nur, dass hier halt die Kiste ist, oder heißt es noch, dass hier ein bisschen was mehr ist? Was muss ich hier machen? Ja, kommt halt nur der Dings raus. Warte, ich geh mal kurz nach oben, warte mal. Ahaha, die hat eine Tür. Oh, wie fies. Ich habe die Tür nicht gesehen. Ja, öfter mal auf die Karte gucken, mein guter Sven, ne? Dann kriegst du das auch raus. Ah, na klar, natürlich eine Tür. Das Hauptgetriebe. Die machen da irgendwas kaputt anscheinend. Ja, da komme ich so nicht hoch. Aha, aha. Damit ist die Mauer.
Maus weg. Aber ich habe wenigstens schon mal ein paar Edelsteine gefunden. Bin runtergefallen. Komm ich da so rüber? Nee, komm ich nicht. Aber halt, komm ich halt. Ich vergesse immer irgendwie dieses Licht anzumachen. Ja. Ah, verkackt. Okay. Mal. Aber ich habe auch noch nichts gefunden, wo vielleicht irgendwo der Bubu sich verstecken könnte. Ja, komm her. So. Perfekt. Das heißt, das Getriebe dürfte. Jawoll! Das Getriebe funktioniert wieder. Sehr schön. Sag mir bitte, dass hier irgendwo noch ein Juwel sein kann. Aber mir fehlt ja auch nicht mehr viel. Und je mehr ich finde von den Juwelen, desto besser ist es. Das ist gut versteckt. Nee. Welchen Sinn hat es dann hier hinzukommen? Nintendo macht es ja immer so, dass es alles irgendwie einen Sinn hat, wie man langlaufen kann, aber ich glaube, da war das jetzt nicht der Fall. Oh, meine Nase bringt mich gerade um. Die juckt die ganze Zeit. Hier ist nichts. Ah. Da muss ich doch bestimmen, das Zahnrad dann umdrehen, damit ich da oben zu den Geistern hinkomme, aber ich habe jetzt noch nicht herausgefunden, wie das geht. Hier kann ich natürlich raufspringen, ist klar. Und so schnell wie möglich halt abhauen, bevor ich zerquetscht werde. So. Juhu, ein Knochen. Hey, cool, Knochi. Warte mal, halt. Ich sehe, dass da was ist. Und das werde ich jetzt ganz schnell öffnen. So, komm. Sag jetzt bitte, hier ist noch ein Juwel drin. Bitte. Oh, der Buhu! Oh. Menno! Hier hast du mich bloß gefunden. Bubi ist traurig. Haha! Ja, du hast auch ein komisches Versteck gewählt. Und tschüss. Bleib mal hier, mein Kleiner. Du warst echt in diesem kleinen Raum nicht oft getroffen worden? Das ist doch nicht gut hier. So. Und noch ein Buhu. Jup, jup, jup. Nice. Das ist immer gut, wenn man aber trotzdem noch ein Buhu findet. Das heißt, ich muss den hier nicht mehr suchen. Sehr schön. So, ich muss jetzt hier einfach nur durchlaufen. Mhm. Herzen mit. Aber ich hätte gerne noch ein Juwel. Irgendwo noch ein. Der sitzt da mit der Zeitung. Oh Gott, der arme Tor. Da ist der Tor drin. So. Lass das mal. Oh, und ich habe außerdem den Goldenen geweckt. Oh yeah. Naja, gut. Nicht schlimm. Aber ich habe den Goldenen geweckt. Nichts. Ah. Hallo. Ich nehme mal dein Geld, ja? Das brauchst du doch nicht. Okay. Juhu. Gold, 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 Gold. Oh, was hier drin? Nichts. Okay. Halt. Moment mal. Warum geht der zu? Noch drin? Nicht. Da war nichts drin. Was war da noch drin? Hier kann man noch mitmachen. Ah, Geld. Geizhalse. Ja, das sieht doch so aus.
Nee, da oben ist nichts drin. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Part, liebe Freunde. Das war's wieder für heute. Von Luigi's Mansion 2. Und ja, im nächsten Part geht's dann hier weiter, wenn ich dann hier mich weiter umgucke in dieser wunderbaren, schönen Villa, die doch nochmal größer geworden ist. Was ich jetzt nicht schlecht finde. Und vielleicht finden wir hier noch ein bisschen was. Dann sage ich, macht's gut. Bis zum nächsten Part. Hier ist dann auch nichts mehr. Irgendwie habe ich den von unten erwischt. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Aber, naja. Ich bin mal gespannt, was im nächsten Part passieren wird. Wir haben ja bald den, die Kurbel, damit wir weiterkommen können. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich hoffe, ihr auch. Bis zum nächsten Part von Luigi's Mansion 2. Haut da rein. Bye, bye. Tschüss.